Wenn Sie dieses Gedicht hören, bedeutet das, dass wir schon tot sind. Entschuldigung. Unsere Spannung ist Schein, spreizt sich ohne Körper. Es tut uns leid. Tauschen wir ihn, sind wir Stein, Toaster, Schnabeltier, so spaßen wir. Vor allem das Toast, Entschuldigung, das Todsein ist uns schwer anzusehen ohne die Fakten. Ohne die Auflösung der Chiffren Saurier und Schauspieler. Zugegeben, wir schreiben das Lexikon selbst, Masken inbegriffen. Aus Gestein und Paläontologenflossen, leider tot und sehr müde. Und betrunken. Entgiftet von Teergruben, heiß eingekleidet, kann ich so überhaupt raus? Besser noch eine Schaufel Puder, noch einen Kranz Milliarden Jahre drauf. Das Schwinden, das Auslaufen im Kondensate wühlt dich auf. Gib's zu, lieber Peter, traust um großes Alters. Ach, wenn du schon bei Z wie Zeit, nein, Zylinder, das wäre erfrischend. Und er, wie erschöpft, im Verlauf prähistorischer Handlungen noch handelt er, handelt und in Stop-Motion handelt vom Aussterben, oder? Eher vom Wiederbeleben und Atmen. In Langatmigkeit sind wir Spitze. Wir verstehen Diffusion wie ein Schnürchen. Man munkelt nämlich, die Fossilienbestände nehmen ab, sodass diese Felder bald... Diese warmen, griffigen Felder, die uns gemeinsam gehören sollten... der Vergangenheit gehören könnten. Beispielsweise 1913, wenn als präziser Peter Cushing kannte ich die Normen aus der Urzeit, aus der Kindheit, aus der Schul- und Kreidezeit. Mit Hämmerchen und Pinselchen bepackt machst du dich auf, etwas, jemand zu finden, der noch mit Unsichtbarkeit spielt. Warum ist dieser Anblick so beruhigend? Warum hast du so große Augen? Und ich brauche nicht mal diesen Anblick, sondern was eigentlich? Was Großmutter noch wusste. Auf kryptozoologischer Butterfahrt, streng zwischen Ausgestorbenem wie dir, mir und dem Beutelwolf und maßvoll Gestorbenem, die Großmutter, zu unterscheiden. Endlich, endlich brichst du dein Schweigen. Oder wenigstens Knochen, geradewegs. Bis tief in die Halswirbel, in Reihe und Glied. Suit Motion und los. Und schon bei den Schwanzwirbeln angekommen. Ging es nicht wieder zu schnell? Und wie war ich? Unerwartet gefiedert. Wie war dein Name nochmal? Irgendwas in Latein? Mit 81 Schwanzwirbeln und jeder verpulvert für sich allein. Mit dem Ziel, in dem, was Spuren hinterließ, keine zu lassen. Bloß Radio und Carbon. Auf Eis. In Abfall, pardon, abgefallenem gekramt, bis wir unsicher waren, welches Zerfallsgesetz hier greift. Ach so, das Versgesetz. Metrisch versteinert. Alle vier Wirbel einen Leerwirbel überhuckeln. Als Peter Cushing bin ich sonniger Säuger, ausgesucht von Fortschritt, Höflichkeit. Ich habe in ihrer Abwesenheit ihr Gelege geplündert, verzeih. Oh je, wenigstens sauber rein, Saurier raus. Wir kümmern uns um Schadensbegrenzung, lieber Peter. Sammeln Scherben auf, Körperformen, die harten Actionfiguren mit Helmen und Hörnern und Keulen. Das ist kein Geheimnis, sagte der Jäger zum Streifschuss, dass auch die Saurier sich zu Menschen entwickelt hätten. Es ist eine... Simulation, in der Tat. Moment, Simulation von Vergangenen? Ist es wirklich so leicht, dich zu täuschen, Peter? Ich hoffe das. Ist das überhaupt Vergangenheit, Peter? In Röntgensprache, ich war circa 10, glaubte ich nichts, buddelte Knochen aus für meinen Tertiär. Mein Bruderherz nannte mich früh verkalkt und hat es in vivo erklärt. Mit Konfrontation therapierbar. Sieh dir den Tod aufmerksam an, kleiner Peter.
Wenn du das Geständnis entdeckst, darfst du es behalten. Und konzentrieren Sie sich nun einmal ganz auf den eigenen Atem. Aufs Ausatmen, aufs große Abenteuer, Aussterben, auf das befreiende Ausgestorbensein. Ein und aus. Und übrigens ein und, ach ja, aus. Auch auf den Plakaten steht es in Prosa, raus aus der evolutionären Schonhaltung mit Helm, Hörnern, Keulen. Konzentrieren wir uns? Konzentrieren wir uns auch richtig fest? Wurden wir vor der Plünderung gefragt, ob das rechtens sei? Wer tritt für uns ein? Wer stillt das Jucken unter Legbas Schlüsselbeinen? Wer muss alle sterben, damit wir Kulturerben werden? Wir glauben an den Lazarus-Effekt. Lungen, Fisch und Flösselhecht, Quastenflosser und Kragenhai. Sprechen wir von Rettung? Sprechen wir von Schändung? Kurzzeitig verwirrt, aber verhornt. Hornhaut durch Fluchtwege übers Pferanfeld. Auch Fressfeind, verzeih. Als Peter Cushing die nicht im hungrigsten. Mit meinem Zahnbürsten sammeln, scharfen Nahaufnahmen wie und was nuschelt der Schafspelz da? Die Wahrscheinlichkeit, noch vor der nächsten Eiszeit im Amateurfilm zu enden und dann zu enthauptet, steigt. Besuchen Sie diese Ausstellung. Lassen Sie sich fallen oder rutschen Sie. Prägen Sie sich unsere missratene Wachsfigur genau ein. Wegen der Vanitas. Sie verstehen. Vorher sagt Rasch, ich glaube nicht. Verzeihung an Allah. Nur an den Flugzeugträger langen Riesenkalmar. Kopffüße umarmen und ein Schlitt. Peter, lieber Peter, in deinem Kopf wächst ein Labor. Nur helles, wo du wucherst als Klon von dir. Trittst aus der Unsichtbarkeit wie wir. In die Sicherheit eines Museumscafés. Auf einen Hügel junger Ammoniten, jung und zugezogen, die Mieten explodieren in den Wohnungen. Vermessen denkbare, dankbare Saurier-Asyle in der Nachbarschaft erschrecken über ihre Zahl. Schrecken im Hals. Ist dieser Kiez ein Urkiez? Mein Kiez, ein Atavismus? In der Stadtbibliothek wildern sieben von uns. Avimimus bis Galimimus auf der Suche nach dem Urscherz. Von A bis Wegschalten. Eine Art Festhalten, woran sich niemand erinnert. Ohne Buch, ohne Staub, Glasknochenarm. Urkrebs aus der Tüte. Aus der Urzeit, aus der Kindheit, hart, gummireich. Klein, jung, Streich. Auf der Kiste klebt Sauerland, Saurierland. In der Kiste erstarrtes Schleichparadies, das beatmet werden will. Und in die Kiste. In die Tonnen fällt nicht nur Regen. In den Büschen stapeln sich Schulterblätter. In Gullis gestauchte Becken. Dazwischen Erfundenes, Faltbares. Ein weich gebettetes Petrifakt. Ein harter Peterfakt. Die Fassung wahren, ein ohne auszuatmen, glaube an meine Flugunfähigkeit bis zum dritten Hahnenschrei, bis zur Sonne, weiter glaub ich nie und nur an die Wiederholung und danke für alles, Christopher Lee.